Ja, hallo liebe Waldfreunde, heute mal wieder eine neue Folge der Ranger Story bei etwas regnerischem Wetter. Es ist aber feucht warm und das ist das beste Wetter, um auf Pilzjagd zu gehen. Pilze sind ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil in dem Ökosystem Wald. Und das, was wir hier sehen, das ist nur der Fruchtkörper des eigentlichen Pilzes. Der Pilz ist hier überall in dem Boden als sogenanntes Pilzmyzel, als Wurzelgeflecht. Insgesamt haben wir ca. 5000 verschiedene Arten an Pilzen in Deutschland. Zwei Drittel von diesen Arten ungefähr kommen im Wald vor. Sie bilden eigentlich einen ganz, ganz wichtigen Bestandteil auch für unseren Wald, weil sie sind die Hauptzersetzer von organischem totem Material oder lassen auch Bäume absterben. Da gibt es sowas wie die Mykorrhizapilzer oder die Parasiten. Die Parasiten bringen Bäume zum Absterben. Das ist ganz wichtig für den Kreislauf im Wald zwischen Leben und Tod. Und wenn was tot ist, dann kommen halt die Zersetzerpilze, zersetzen das ganze organische Material mit Hilfe von Bakterien und anderen kleinen Lebewesen, so dass wir dann wieder eine schöne Humusauflage haben, wo wieder neues Leben entstehen kann. Jetzt natürlich noch der Ranger-Tipp, diesmal vielleicht für alle Pilzsammler. Beim Pilzesammeln ganz wichtig, am besten wäre, mit einem kleinen Messer die Pilze natürlich abzuschneiden, nicht rauszureißen. Beim Rausreißen reiße ich auch Teile des Myzels kaputt. Also den eigentlichen Pilz beschädige ich damit, deswegen den Fruchtkörper abschneiden, nicht rausreißen. Achtet ein bisschen drauf, was ihr sammelt. Viele Pilzarten stehen unter Schutz, die dürfen nicht gesammelt werden. Und viele können euch auch, zumindest Magenverstimmungen bringen. Der ein oder andere vielleicht sogar auch noch mehr. Ne? Deswegen passt auf euch auf. Das war's wieder von unserer Ranger Story. Bis zum nächsten Mal.